als dann dieser Arzt da mein Todesurteil gesprochen hat, da, wie gesagt, war es eher Ärger als Angst oder Verzweiflung. Der Ärger, dass ich mein Leben falsch eingeteilt habe. Wenn ich gewusst hätte, als sagen wir mal 20-Jähriger, dass mein Leben mit 39 zu Ende sein würde, dann hätte ich diese 19 Jahre anders aufgeteilt. Wenn ich jetzt jemandem einen Tipp geben sollte, wie er seine letzte Zeit verbringen sollte, also wer jetzt nicht mehr lange zu leben hat, würde ich ihm, glaube ich, auch empfehlen, mehr darauf zu achten, nicht unbedingt, was man macht, sondern wie man die Sachen macht, mit welcher Einstellung man die Sachen macht. Joachim Schoss hat einen schweren Motorradunfall. Er überlebt nur knapp und verliert dabei einen Arm und ein Bein. Über Wochen kämpft er um sein Leben. Er muss lernen, seine körperliche Beeinträchtigung zu akzeptieren und sein neues Ich anzunehmen. Philipp Mickenbecker ist 23 Jahre alt und bekommt seine dritte Krebsdiagnose. Diesmal sagen die Ärzte, sei sein Tumor nicht mehr heilbar. Er will die Zeit, die ihm bleibt, besonders intensiv erleben. Die Ärzte sehen die ganze Sache im Moment etwas zwiegespalten, weil sie auf der einen Seite mein klinisches Erscheinungsbild sehen und sagen, okay, dem geht's gut, der ist eigentlich nicht krank. Medizinisch gesehen sieht's aber ganz schlecht aus. Also ich müsste eigentlich schon längst gestorben sein.